Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu einer Runde Twilights. Mit dabei ist der Robert. Moin! Und ja, wir haben noch ein paar schönere, leckere Maps haben wir hier am Start. Von schwer bis extrem. Ein paar Extreme bin ich auch noch nicht gefahren, die habe ich gerade frisch runtergeladen. Das heißt, wir wissen nicht, ob wir das hier überhaupt alles schaffen. Korrekt. Theoretisch. Ich habe ja in der letzten Twilights-Aufnahme, habe ich ja ordentlich reingeschissen. Hast du? Boah, Alter. War das die, wo ich dann meinen Abbruch hatte, oder? Nee. Ich hatte ja noch eine. Oh shit. Weiß kommt momentan bei den Leuten, also schauen sie sehr gerne. Als und Videos, oder was? Genau. Okay. Das ist mir so aufrufmäßig aufgefallen. Und da habe ich mir gedacht, komm. Behind the Stories sind ja immer geil. Natürlich. So. Und haben wir eigentlich schon einen Urlaubstalk gemacht, Robert? Also, du so ein Urlaubsplanungstalk oder was meinst du? Ja, was du erhoffst von T-Highland und. Nee, haben wir noch gar nicht. Weil der ein oder andere wird es ja wissen. Übrigens, während dieses Video bei euch läuft, könnte es sein, dass gerade ein Stream läuft. Kommt mal auf Twitch vorbei, schaut ja, mal rein, ob da was am Start ist. So, auf jeden Fall. Da gibt es immer was zu sehen. Am 22.07. Am 22.07. Werde ich nach T-Highland fliegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, schämen ist das falsche Wort. Aber es ist mir schon, muss ich ehrlich sagen, es ist wirklich so unangenehm. Ich fliege in der besten Klasse. Also vorne hinterm Chef. Alleine. Jetzt muss man sich vorstellen. Nach Thailand. Das heißt, ja, aber Robert, ich finde es echt. Ja, ja, Robert kommt auch noch in den Geschmack. Das ist so irgendwie. So hat so ein bisschen Sextourismus-Charakter. Ja, aber ich glaube, ich sehe noch zu jung aus für eine Sextourie, glaube ich. Echt? Das ist da egal. Nee, ich finde es aber echt schade, dass man sich überhaupt solche Gedanken darüber machen muss. Also vielleicht, selbst wenn es nicht stimmt, dass man so. Dass Leute den Gedanken hätten oder so. Also angenommen, das würde nicht stimmen. Ich finde es trotzdem schon lächerlich genug, dass dir halt der Gedanke kommt, dass man so abgestempelt werden könnte. Naja. Ich war da halt noch und ich kann es mir auch irgendwie, wie soll ich sagen, nicht ja, vorstellen, also, kann ich es mir eigentlich schon. Es aber gibt da diese Straße, diese Bangla Road, wo wir auf jeden Fall hingehen. Ja, aber ich werde mir nicht die Ping-Pong-Show angucken, Alter, ohne Scheiß. Also, Robert. Du wirst dir die Ping-Pong-Show anschauen. Nein, Mann. Doch? Nein. Ich werde danach keine Frauen mehr angucken können. Ja, oder dann was anderes musst du halt. Dann gehen wir halt. Nee. Muss. Doch. Nee. Mach ich nicht. Auf jeden Fall, wir werden da hin. Und das ist eine Straße. Tagsüber sind da Geschäfte. Angst. Tagsüber werden da, was weiß ich, keine Ahnung, Handtaschen verkauft und pipapo. Und ihr müsst euch das so vorstellen, als wenn die. Auf der einen Seite sind die Handtaschen und das Ganze. Und dann drehen die einmal den Laden so um 180 Grad, so wie in so einem Zeichentrick-Comic-Film. Drehen die dann den Laden rum und dann ist da eine Bar und was weiß ich nicht alles. Und dann ist da total High-Life bis zum Gehtnimmer. Und da rennen dann alle rum. Und da siehst du dann auch diese ganzen, ja, sorry, aber Sextour. Das ist wirklich so. Naja, auf jeden Fall. Wie alt sind die denn, so normalerweise? Unterschiedlich. Ist wirklich, also. Es war wirklich alles mit dabei, von jung bis alt. Da gibt's was heißt denn, was heißt denn für dich jung? 18? Echt? Ja. Also ist jetzt hier nicht irgendwie 20. Sorry, aber. Also jetzt kriegt ihr mal so richtig den Real Talk, auch von mir. Wie kann man, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, also entschuldige, wenn ich dir irgendjemandem zu nahe trete oder so, aber wie kann man in so. In einem. Oder gerade in dem jungen Alter, nicht, dass das überhaupt für irgendein Alter, finde ich, okay wäre, sondern dass man gerade in so einem jungen Alter für Sex zahlt. Gerade als Typ, also, oder was heißt gerade als Typ, Frauen ja, wahrscheinlich Frau. Noch weniger. Ja, nee, aber, Aber ich stimme dir vollkommen zu. Wie kann man... So, und vor allen Dingen, ich habe keine Ahnung, aber... Weiß nicht. Also ich glaube, das ist einfach so dieses Image, dieses ja. Auch mal abgesehen von Thailand. Also jetzt mal, wenn Thailand nicht das generell für willst du mich verarschen? Wieso komme ich da nicht rüber?
Was machst du denn? So, easy kill, easy peasy kaweasy. So, Thailand, was wolltest du sagen? Nee, also abgesehen von, angenommen, das wäre nicht Thailand, auch in Deutschland, also hier puffmäßig oder so, kann ich, weiß ich nicht. Kann ich. Wird ein DNF hier. Ja. Jetzt auch eine sehr schwierige Strecke gewesen, muss ich sagen. Ich kann es mir einfach beim besten Willen irgendwie nicht vorstellen. Das ist doch lächerlich. Das ist extrem gewesen. Ich kann es mir halt beim besten Willen nicht vorstellen, dass Leute freiwillig dafür halt Kohle zahlen. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall siehst du die dann da alle da rumrennen. Gerade in der Nacht kommen sie alle raus. So. Das ist halt so, weiß nicht, keine Ahnung. Also, mich stört das auch nicht. Man guckt, ja, pff, der knatzt die weg, alles klar. Und die packen dich da. Die Leute an, oder? Also, was heißt, packen die dich an? Was, die Weiber sich an? Berühren dich die Weiber, um dich irgendwie anzusprechen oder anzuquasseln? Also, weißt du, was ich meine? So. Würde ich am liebsten Nein sagen. Das heißt ja, oder was? Also, du musst dir vorstellen, tagsüber. Ja, was ich mir gerade vorstelle, ist, dass die gerade noch schön am Lören war und dich jetzt gerade angrapscht. Also, tagsüber sind das so. Muss dir vorstellen, sind das Massagesalons. Klasse. Ja, die sehen auch. Und abends werden es mal Massagesalons für unten rum, oder was? So ungefähr, ja. Nein, vor allen Dingen, Gott. Ja, was ist das für eine Stelle da? Vor allem, das wusste ich da noch nicht. Das kriegst du halt abends mit, wenn du halt da lang rennst. Und ich war ja mit Sava da wirst du eh weniger angequatscht, glaube ich. Ich glaube, als... Das heißt, wenn wir jetzt zu zweit da durch die Bangla Road gehen, dann ist Highlife, oder was? Dann ist Highlife, glaube ich. Ich glaube, dann ist auch mal hier schön die Hand am Löres. Am Arsch. Keine Ahnung. Alter. Ruhe kriegt jetzt gerade schon... Nein, du, also prinzipiell, ja. Nein, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie falsch rüberkommen oder so, aber ich weiß nicht. Ich bin generell noch nie im asiatischen Gebiet gewesen, außer jetzt Malediven, sofern man das als indisch-asiatischen Raum bezeichnen möchte. Also ich sag's mal so. Mir ist halt die Kultur komplett fremd, gerade die Ida Antai, die ist jetzt nicht asiatisch, also was heißt... Ist jetzt nicht indisch oder asiatisch, aber halt, ja, Thai ist halt Thai. Ne? Nehmen wir mal an. Das ist eine Kultur für sich. Ja, also jede Kultur hat halt irgendwie so ihre speziellen Sachen, ne? Aber ich sag mal so, ich bin ja einmal alleine raus, weil Sava ging es, glaube ich, nicht gut. Das ist schon ein anderes Leben. Inwiefern jetzt? Du wirst anders behandelt. Sagen wir es mal so. Wenn du, ich bin mit Sava da lang. Das könnte ein DNF für mich werden. Da haben die Schnauze gehalten. So, hey, alles cool. So. Ich bin alleine da lang. Massage. Ja, ich habe schon Massage. Jetzt gerade die ganze so im Kopf, dass ich nicht. Und dann kommen sie halt an. Happy End und was weiß ich nicht alles. I'm a girl. Echt? Ja. Und, oh Mann, Alter. Das wird auch lustig, glaube ich. So Schiebelbuster-mäßig. Da ey, muss ich auf Hochtouren fahren, ey. Nee, das erkennst du wirklich. Also. Echt? Ja. Also. Ach. Es sei denn, ich hätte mich jetzt wirklich krass vertan, aber. Ich glaube nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist so Bangkok oder so, ist das, glaube ich, schlimmer. Glaube ich. Jetzt gibt aber alles. Mann! Leck mich. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt Thailand, aber das Gute ist, wenn du sagst so, hey, nein, stopp und verpiss dich. Verpiss dich! Du Arsch! Erstmal so auf der Straße, schnell! Nee, dann lass dich auch in Ruhe. Problem ist, 5 Meter weiter kommt der Nächste. Ich wollte gerade sagen, eine lässt dich dann in Ruhe.
Ja, das ist halt so. Ich meine, zumal wir sind ja auch in einer anderen Ecke jetzt. Labern dich auch Typen an, die keine Typen sein wollen? Nein. Ja, aber schwer hoffen, ey. Labern dich auch Typen an, die keine Typen sein wollen? Ja, ist doch ganz gut erklärt eigentlich, oder? Ich weiß gar nicht, sind das Typen, die keine Typen sein wollen, oder sind das Frauen, die Typen sein wollen? Je nachdem, wie sie sich für was sie sich ausgeben, ne? Oder als was sie sich ausgeben. Ja, je nachdem, was vorher da war. Das Ei, ja, ja, richtig, das Ei oder das Huhn. Ja, aber wenn die sich halt, ich sag mal, als Typ mit tiefer Stimme oder tieferer Stimme präsentieren. Hallo. Ja. Das Hupen. Wird wahrscheinlich weniger der Fall. Ich, keine Ahnung. Er juckt mich aber auch gar nicht. Ja, auf jeden Fall, was erwartest du? So, schöne also, Tauchtage. Nee, Sekunde. So, erstmal, ich fliege, wie gesagt, am 22. hin. Müssen ja auch hier im Mann ficken. Jetzt kriege ich wieder den. Nee, nix ficken. Bum, bum, lang. Ja, du kannst ruhig bum, bum, lang machen den ganzen Tag. Deshalb fahre ich ja schon früher hin. Ja, okay. Dann hat er sich schon mal Krieger so ausgetobt. Genau. Massive. Krieger tobt. Ja, ich mache mit Massive. Was machst du mit Massive? Ja. Bum-bum? Unsicher. Bum-bum, bum-bum lang. Was wird das für ein verstörendes Video, ey? Hast du, kennst du die Map schon? Nee. Das ist eine von den... Weil die Stelle jetzt hier, die ist relativ tricky. Habe ich den Eindruck. Ja, never mind. Easy peasy. Lemon Hinterrad? Nee, ganz normal. Kann auch sein, dass du es mit dem Hinterrad besser hinkriegst, aber ordentlicher Bunnyhop halt. Ja, auf jeden Fall, 22. fliege ich vor, weil Robert kann 12 oder beziehungsweise 13 Tage. Das ist. Das ist okay, aber. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt 13 Stunden dauert, geht ein Flug. Mache ich mal mehr. So, und die Fluggesellschaft, mit der ich da dorthin pimmel, die fliegt halt nicht jeden Tag 17 Mal dorthin, wie nach Mallorca, sondern was weiß ich, nur 2-3 Mal die Woche. Keine Ahnung. So, dann habe ich halt geschaut, so was würde mir am besten passen. Habe natürlich auch ein bisschen auf den Preis geschaut. Und ja. Leck mich doch am Zuckerli. Tauchgepäck kommt mit. Selbstverständlich. Und das, was ich gesehen habe, mit ein bisschen Glück. Tauchmäßig meinst du jetzt? Ja. Hirsche. Mit ein bisschen. Hast du reingeschossen? Natürlich nicht. Mit ein bisschen Glück können wir Walhaie sehen. Walhaie für euch mal da draußen. Sind die größten Fische der Welt. Wie gesagt, Fische, keine Haie. Kein wirklicher Wal, weil Wale sind Säugetiere. Werden. Mann. Und Walhaichen. Ich hoffe, du schießt dich nicht rein. Ich hoffe, du bist ein Ehrenmann. Größe Walhai. Dass du immer erst draufklicken musst. Scheiße. Warte mal. 18 bis 20 Meter. Nee. 13. Alter, komm, ey, ohne Scheiß. Was kann ich denn dafür, dass ich da im Meter. Wasser einen Crash kriege? Also 13 Meter lang. Und das ist schon ordentlich. So. Dann gibt es dort Mondfische, die sind 3 Meter hoch. Robert gibt es dort. Dann Leopardenhaie. All das ganze Gedönsel. 3 Meter hoch. 3 Meter hoch. Alter. Die sind halt so. Ja, ich hab die schon mal gesehen, aber.
Wäre schon geil, wenn sowas sehen. Also, das wäre halt schon pornös. Der Vorteil ist, dass ich halt vorher dort bin. Die bin ich auch noch nicht gefahren übrigens. Der Vorteil ist, dass wir halt vorher dort, dass ich halt vorher da bin und somit schon mit der Tauchschule vielleicht den ein oder anderen Tauchgang machen kann und somit den Robert schon so ein bisschen ausselektieren kann, was halt geil ist. Natürlich gibt es, und das wissen so, ich sag mal, die Taucher, gibt nie eine Garantie, dass du gewisse Tiere siehst. Korrekt. Aber ich bin echt gespannt, was man da so sieht. Also ich stelle mir das so vor. Hast du schon irgendwas gesagt von wegen deinen Streams? Oder hast du, weiß nicht, willst du das streamen? Kannst du das streamen? Oh, hast geiles du dich da schon zu Ding. Geäußert? Ich habe halt gesagt, dass ich einen interaktiven Stream machen möchte. Interaktiv heißt, ich möchte mit euch zusammen Thailand erleben. Das heißt, ich habe es vor, ich habe bin ja wie gesagt bei Massive. Massive ist ein Vollzeit-Streamer. Ich muss da bremsen. Hä? Oh, leck mich doch. Ich verrat's dir mal nicht, weil ich wusste ja auch nicht. So. Massive ist Vollzeit-Streamer und YouTuber und hat uns halt eingeladen. Der hat eine dicke Internetleitung und nimmt uns quasi. Genau, Vorderradseite. Sehr schön. Jetzt zurück. Ja, also? So wäre ein bisschen simpel, ne? Ein Rad, bitte. Oh, nee. Ah, doch. hat uns halt eingeladen, dort mit ihm Zeit zu verbringen. Er hat halt dort ein Haus. Und dort werde ich auch streamen. Ich werde mein AOWare Notebook mitnehmen. Ich werde meine PlayStation 4 mitnehmen. Echt? Das nimmst du alles mit? Das nehme ich mit. Ich werde, was weiß ich, so das Wichtigste, COD, FIFA. Du, wir reist mit zwei Gepäckstücken, oder was? Ich reise mit zwei Gepäckstücken. Ja. Wird aber trotzdem hängen. Also vielleicht würde ich mir für 100 Euro nochmal ein paar Kilo mehr. So 30 Kilo kosten 100 Euro dann. Ich weiß nicht, ob ich mir ein zusätzliches Gepäckstück hole oder nicht. Mal schauen. Keine Ahnung. Ich habe noch nicht gepackt. Ich weiß noch nicht. Mach ich kurz vorher. Kameras nehme ich mit. Mikrofon hat, glaube ich, Massive dort. Jetzt natürlich nicht so eine Ausstattung, wie ich hier habe. Aber zumindest ausreichend, um mit euch interagieren zu können. Ach, leck mich doch. Das heißt, ich ich habe noch eine andere Webcam. Die kenne ich übrigens auch nicht. Ich habe noch eine andere Webcam, die werde ich mitnehmen, dass die Qualität so auch einigermaßen gut ist. Und wie gesagt, interaktive Streams. Das heißt, ich möchte mit euch zusammen Thailand erleben. Das heißt, ich werde mit euch zusammen, vielleicht auch mit Massive, das weiß ich noch nicht, ob der da Bock drauf hat. Momentan ist er ja so ein bisschen auf dem Trip, mehr zu unternehmen. Easy Kirsche. Los, du hast viel gespielt in letzter Zeit, Trials? Nee, nicht, oder so ein bisschen? Viel, nicht so viel. Wenn es ganz hart auf hart kommt, mache ich noch die Hardcore-Map rein. Das heißt, ihr habt halt die Möglichkeit zu bestimmen, was mache ich. Zum Beispiel, was weiß ich, beste Beispiel für mich, weil das was Schönes ist, was auf jeden Fall mega cool ist, ist der Monkey Hill. Da fährt man mit dem Taxi oder mit dem Tuk-Tuk hin. Das ist auch in der Nähe von Massive. Ich freue mich halt auf den Tagesablauf irgendwie. Das ist halt so ein... Ja, man fährt in so ein paar Hügel. Ich mache jetzt nochmal eben eine andere Map. Jo. Da fährt man in so ein Hügelunternehmen, freiwill lebende Affen. Das ist halt ziemlich cool. Ach, das, okay. Es gibt auch so Elefantenreiten und so, aber das sind halt, ich sag mal, Tiere, die dort gefangen gehalten werden oder so mega große Tiger. Damit wird überall beworben. Weiß ich nicht, davon halte ich irgendwie nicht so viel.
Weil, weiß nicht, keine Ahnung. Weil diese also ich freue mich, ja? Ich freue mich wirklich auf den Tagesablauf, so dass ich denke mal, also ich stelle es mir so grob vor, ab, vielleicht nicht an jedem Tag so, aber der grobe Ablauf für die meisten Tage, früh morgens aufstehen. Dann das glaubt man übrigens nicht. Im Urlaub, so die ganze Zeit hängt man da irgendwie und man geht einfach, ja, wie soll ich sagen, man geht nicht wirklich ins. Ja, ich muss erstmal die Map runterladen. Ja. Wie hießen die nochmal? Mount? Mount Frustrating oder was? Nee. Welche suchst du denn? Die ich letztens im Stream gefahren bin. Keine Ahnung. Man denkt wirklich so, ey, man pennt irgendwie groß aus und so ein Scheiß. Nee, im Urlaub steht, also wir, zumindest bei Robert und mir ist es so, wir stehen halt wirklich früh auf, um den Tag halt zu... Also im Urlaub pennen wir wesentlich weniger als normal, wenn wir nicht im Urlaub sind. Es ist halt wirklich auf ein Minimum begrenzt, weil wir erleben dann halt auch ziemlich viele Sachen und Tauchen ist tatsächlich für den Körper anstrengender oder erschöpfender als viele denken. Weil an sich bewegst du dich so nicht viel, aber es ist für den Organismus halt ziemlich anstrengend. Und du bist generell am Ende des Tages, vor allem, wenn ich mir dann so vorstelle, also ich stelle es mir halt vor, aufstehen, Sachen packen, aufs Boot, ab geht's, Tauchgang 1, 2, eventuell sogar 3. Zurück, da ist dann der Tag so ziemlich gelaufen. Je nachdem, was dann noch ansteht, aber dann, keine Ahnung, Nightlife so ein bisschen erleben, vielleicht ausgehen, was essen gehen, solche Sachen. Und den Tag so ein bisschen zusammenfassen und streamen. So sehe ich das so grob. Können Sie jetzt nicht, sorry, aber ich nehme einfach andere Maps. Ja, so skizziere ich das jetzt mal grob. So an sich freue ich mich auch auf den Tag. Ich weiß, dass es ziemlich, nicht stressig, aber ziemlich hart werden könnte, weil ihr kennt teilweise unsere Streams. Ja, die... Ja, der Vorteil ist, wir sind halt hier... Für die Leute hier, die uns dann zuschauen, ist von der Uhrzeit her sehr passend. Aber ich meine jetzt vom Schlaf her, wenn wir am nächsten Tag dann wieder los müssen, könnte das doch schon ziemlich anstrengend werden. Bin mal gespannt, was das angeht. Aber so stelle ich mir dann grob den Tagesablauf vor. Und wie genau das dann ablaufen wird, werden wir dann ja sehen. Und werdet ihr dann ja auch sehen, wenn der Stream dann rüberkommt und... freue mich wirklich so, die Leute auch so ein bisschen mitzunehmen und so vom Tag direkt zu berichten und nicht erst alles zusammenzuschneiden und dann in Videos oder irgendwie so machen zu müssen. Sondern halt direkt pur Rohmaterial präsentieren zu können. Ich glaube, was auch ziemlich... Ja? Ich frage mich auch echt, ob du deine PlayStation 4 benutzen wirst. Ich nehme sie auf jeden Fall mit. Rechner stellt dir der Messe? Ich habe meinen Laptop. Ah, dein Laptop, okay. Also da habe ich auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten. Ja, Möglichkeiten. Damit kann Willst ich du jetzt echt nochmal 6 Maps durchziehen? Aufgeschissen, Alter. Puh. Junge, ich muss in 5 Stunden aufstehen. Okay. Dann Junge. Kommt morgen Teil 2. Alles klar.